Bevor es diesen Ort Neugnadenfeld hier gab, gab es auch hier ein solches Lager, das Lager Alexisdorf. Und wir haben in unserem Dorf ein kleines Museum und auch einen Verein, der sich mit der Geschichte unseres Ortes beschäftigt. Und da kann man sich ganz viel anschauen, wenn man etwas mehr über Neugnadenfeld wissen möchte. Und ich kenne jemanden, der uns sogar ein bisschen mehr darüber erzählen kann. Den fragen wir jetzt mal. Ja. Schön, dass du kommst. Schön, dass du dir Zeit für uns nimmst. Komm bitte rein. Ja. Christhard, du bist hier in Neugnadenfeld groß geworden. Du bist auch hier in Neugnadenfeld geboren und du kannst uns viel über diesen Ort erzählen. Kannst du uns auch ein bisschen was über das alte Lager Alexisdorf erzählen, was es vorher hier gegeben hat? Ja, Peggy, wir haben hier ein Modell und an diesem Modell kann man das sehr gut erklären. Okay. Man kommt hier vom Kanal aus rein und kommt am ersten an der damaligen Wache vorbei. Mhm. Dieses Gebäude gibt es auch heute noch. Dort wohnt die Familie Gruber. In so einem so? Ja, nein, das ist inzwischen umgebaut. Okay. Der Turm ist aber noch gut zu sehen. Ah. Und das Dach ist jetzt mit Ziegeln gedeckt. Okay. Und gegenüber ist die Bäckerei Klemp. Stimmt. Gut. Dann sieht man auf der rechten Seite den Gefangenenbereich, wo die Baracken waren, in denen die Gefangenen gelebt haben. Aha. Der wird einmal hier vor dem Herrn Luther Rink, der Schwedenstraße, hier geht es bis zur Bürger-Forell-Straße und der Leonberger Straße begrenzt, dass man sich ungefähr vorstellen kann, wie groß dieser Bereich war. Ah. Hier auf der Ecke, das ist jetzt etwas verschoben, liegen noch Fundamente von diesem Wachturm. Ja, die kenne ich, die habe ich auch schon gesehen. Auf der anderen Seite waren die Baracken für die Bewacher des Lagers. Mhm. Hier war zum Beispiel eine Werkshalle, dann waren Verwaltungsbaracken und hier war das Casino, was später einmal die Kirche für die Neugnadenfelder wurde. Ah, und wenn hier der Bäcker ist, dann ist heute unsere Kirche hier in der Mitte, richtig? Unsere Kirche steht eigentlich hier genau quer über die Straße. Man hat die, wie das bei der Brüdergemeinde so üblich war, die Kirche ins Zentrum gesetzt. Ja. Und man fährt direkt auf die Kirche darauf zu. Okay, ja. Und die Straße wird heute um die Kirche herumgeführt. Ja. Und hier in dem Bereich ist ungefähr das Dorfgemeinschaftshaus, wo wir jetzt sind. Das sind genau, hier sind wir jetzt. Ja. Okay. Und wie kann ich mir das vorstellen? Also wer hat hier gelebt oder wer hat hier gearbeitet? Wie war das? Ja, das waren hier die russischen Kriegsgefangenen. 1941 wurde das Lager gebaut und da herrschte schon Krieg. Und es wurden viele feindliche Soldaten gefangen und die musste man irgendwo unterbringen. Und darum hat man hier im Emsland, an der holländischen Grenze entlang, 15 Lager gebaut. Und die haben im Moor gearbeitet? Die haben nachher im Moor gearbeitet, aber es waren sowohl Lager für politische wie auch für Kriegsgefangene. Okay, ja. Aber das Neugnadenfelder bzw. Alexisdorfer Lager war hauptsächlich für russische Kriegsgefangene. Ja, da haben wir auch die Gedenkstätte bei uns im Wäldchen. Genau. Ja, das ist der Russenfriedhof. Ja. Und zwar war das eine sehr schlimme Zeit. Ja. Die Kriegsgefangenen wurden schlecht ernährt, mussten hungern. Dazu kam schwere Arbeit im Moor, sie mussten dort Gräben ausheben, hatten schlechte Kleidung, schlechte Schuhe, sodass sie auch mit nassen Füßen den ganzen Tag im Moor stehen mussten, wurden dann natürlich krank und viele von ihnen starben und die sind da auf dem Russenfriedhof beerdigt. Ja, schlimm. Ja. Und wie lange ging das mit diesem Lager? Das ging bis 1945, als der Krieg zu Ende war. Und dann durften die nach Hause wieder? Nein, die wurden befreit und sind dann, es ist auch noch sehr schlimm für die Soldaten gewesen, die nach Hause gingen, die wurden von Stalin wieder ins Lager geschickt. Deswegen sind auch einige nach Amerika ausgewandert und ein Russe ist auch hier in Neugnadenfeld geblieben. Das ist schlimm, sowas. Und was war dann, als dieses Lager befreit war und als die Gefangenen dann nicht mehr hier waren? Was ist dann passiert nach dem Krieg mit diesem Lager? Ja, das Lager war leer und wurde dann den Flüchtlingen zur Verfügung gestellt. Okay. Kannst du uns da auch noch ein bisschen was dazu erzählen? Ja. Und das hier ist die Karte. Ja, hier kann man sehen,
Die Heimat der Neugnadenfelder war 1000 Kilometer weiter östlich. Also hier ist Neugnadenfeld, ja. 1000 Kilometer, das ist richtig weit. Ja, in diesem Bereich lebten sie verstreut. Und am Ende des Krieges, die Rote Armee kam von Osten, sind viele mit Pferd und Wagen geflüchtet, ja, hier an der Küste entlang, bis sie schließlich 1946 in Neugnadenfeld ankamen. Mit Pferd und Wagen, also die hatten nicht ein Auto oder konnten einen Zug, nein, oder ein Schiff nehmen, und also vielleicht einige schon, aber die sind wirklich mit Pferd, Pferd und Wagen oder manche auch zu Fuß mit einem kleinen Handwagen. Und es war Winter, es war Januar und es war minus 20 Grad draußen. Das ist ja, wo man sich, dann Tag und Nacht auch draußen war. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nein. Aber wir haben hier so einen Wagen, den kann ich dir mal zeigen. Echt? Das wäre toll. Dass wir uns mal angucken, wie die damit gefahren sind. Ja, das machen wir. Oh, und das hier, das ist also der Fluchtwagen der Familie Kühn. Wahnsinn. So sah das aus, als die mit Pferd und Wagen losgezogen sind. 1000 Kilometer. Nicht ganz, denn der war voll bepackt, der Wagen. Okay. Denn sie mussten ja alles mitnehmen. Lebensmittel für die Menschen, Futter für die Pferde, Decken, um sich zuzudecken bei dem kalten Winter. Mhm. Und Kleider, Haushaltsgeräte, Werkzeuge, alles musste mit. Das ganze Hab und Gut, was sie hatten, musste auf diesen Wagen. Aber sie haben noch was mit. Das will ich dir jetzt mal zeigen. Okay. Zwischen den Wertsachen, die hier verstaut waren, haben sie zum Beispiel auch diese Trompete hier mitgebracht. Das waren die ersten Instrumente, die hier in Neugnadenfeld ankamen. Und deshalb haben wir so einen tollen Bläserchor hier in Neugnadenfeld. Ja, der ist auf diese Instrumente zurückzuführen. Toll. Wir sind jetzt hier in einem nachgebauten Barackenzimmer, wo eine fünfköpfige Familie gelebt hat. Das heißt, Vater, Mutter und drei Kinder. In diesem Zimmer hat sich alles abgespielt. Man hat hier am Tisch gegessen oder Schulaufgaben gemacht. Ja. Dann wurde hier gekocht auf dem kleinen Herd. Dort hatte man quasi das Badezimmer. Man musste das Wasser von draußen mit dem Eimer holen und auch das Abwasser wieder wegbringen. Und so hat man halt hier gelebt in dem Zimmer. Mhm. Es war ein kleiner Ofen da, den man mit Torf geheizt hat. Und diesen Torf, den musste man im Sommer erstmal im Moor stechen, ja, trocknen lassen. Und dann konnte man im Winter damit heizen. Es war natürlich nur ein kleiner Ofen. Und der war auch abends schnell runtergebrannt. Ja. Und dann wurde es kalt hier in dem Zimmer. Und die Winter bei minus 20 Grad waren so kalt, dass teilweise die Zudecke an der Außenwand festgefroren ist. Und die Toiletten waren draußen und da ging man natürlich nachts nicht so gerne im Schlafanzug nach draußen. Ja. Und deswegen hatte man ein Töpfchen, ein Nachttopf, und konnte dann hier zur Toilette gehen. Ja, das ist nötig. Ja. Ja. Becky, in den Betten waren keine Matratzen. Man hatte Strohsäcke, die waren richtig mit Stroh gefüllt. Und da schlief man drauf. Das Schlimme waren aber, hier im Lager gab es auch noch sehr viel Ungeziefer. Mhm. Flöhe, Wanzen. Mhm. Und die haben sie hier hinter diesen Leisten versteckt. Okay. Und kamen dann nachts und haben die Menschen ganz schön geplagt. Das kann ich mir vorstellen. Und unter dem Fußboden, ja, da wohnten noch Ratten und Mäuse, die sich dann auch noch über die ganz wenigen Lebensmittel, die hier waren, hergemacht haben. Ach gut, dass ich da nicht in so einer Baracke gewohnt habe. Ja. Aber die Flüchtlinge konnten hier nur überleben, weil sie auch von außerhalb viele Spenden bekamen. Es kamen Fässer mit Heringe, Lebertran, okay, eine ganze Babygarnitur. Weil ich am 1. Januar geboren bin, habe ich die bekommen. Was hast du angehabt? Nein, ich habe diese Decke, ist okay, noch davon übrig. Okay. Also, das ist ja toll. Und eine der größten Spenden, die wir bekommen haben hier in Neugnadenfeld, war von einer holländischen Flüchtlingsorganisation einen kompletten Kindergarten. Darüber werde ich dir gleich noch mehr erzählen. Okay. Der Kindergarten kam hier als Baukastensystem in Fertigbauweise an und wurde hier vor Ort zusammengebaut.
Es war alles dabei, von Waschbecken, Toiletten, Spielsachen und das Gehalt für eine Kindergärtnerin für ein ganzes Jahr. Und beim Aufbau halfen auch Jugendliche, die zum Beispiel beim Dachdecken die Ziegel oben angereicht haben. Haben alle mitgemacht? Alle mussten mitmachen. Okay. Und die Kinder waren dann eigentlich im Kindergarten den ganzen Tag und die Mütter haben in so einem Essensträger oder Henkelmann das Essen für die Kinder gebracht. Mhm. Und nach dem Essen mussten die Kinder, wurden diese Liegen hier aufgestellt, mussten die Kinder einen Mittagsschlaf machen. Das sind die Liegen. Und man musste liegen, ob man schlafen konnte oder nicht. Man musste still und ruhig sein. Das war immer ganz anstrengend. Aber es gab wenigstens schöne Decken, wo man sich einkuscheln konnte. Aber die haben auch alle eine Nummer. Ich musste übrigens auch Mittagsschlaf machen und ganz still liegen. Jedes Kind hatte seine Decke, jedes Kind hatte seine Liege. Hier waren eigentlich noch so kleine Kärtchen dran mit Zeichen. Ja. Und jedes Kind hatte sein bestimmtes Zeichen, dass es auch seine Liege immer wieder gefunden hat. Ach toll. Lieber Christoph, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier ein bisschen was zu zeigen. Ich glaube, wir haben alle viel gelernt. Danke, Peggy, dass ihr hier gewesen seid. Und ich würde alle einladen, hier sich das in Neugnadenfeld einmal in Ruhe ausführlich anzusehen. Das machen wir. Vielen Dank, Peggy. Tschüss. Tschüss.